Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, ich grüße euch. Wir sind schon wieder alle Mann fleißig, ihr hört es. Gerade wollte eine Dartscheibe aufhängen, da ist aber hoch Gras. Dann hat er gefragt, ob er sich ja eben frei mähen darf. Ich sage, wenn du mähen willst, bitte. Hast genug Rasen da. Und ich habe hier schon mal angefangen, Baustelle, Werkzeugkasten. Da war ja einiges jetzt verbraucht und einiges neu dazu und einiges weg. Und ja, ich wollte da mal durchgehen, ein bisschen gucken. Vieles ist da schon weggeschmissen, wie zum Beispiel hier von unserem Bett. Rost, Lattenrost, da muss ich ein neues holen, ist ja der Egersack. Was die Bekloppten aus Casablanca da hier kaputt gebrochen haben. Naja. Ja, egal. So sortiere ich jedenfalls jetzt hier meinen Scheiß. Und guck, dass ich da gewappnet bin. Ich habe irgendwo meine Vago-Klemmen jetzt hingelegt. Wo sind meine Klemmen? Wer hat sie gesehen? La 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 la. Da ist halt schön, hier hinzukommen und zu wissen, alles noch da. Überall. Und ich finde sofort wieder. Schöne Vago-Klemmen hier irgendwo hingelegt? Nee, ne? Das ist alles sehr Vago. Ich muss lachen, ich hab gerade böse angeguckt. La 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 la. Wer hat sie gesehen? Ach, das gibt's doch nicht. Wo habe ich den jetzt hingelegt, meine schönen Vago-Klemmchen? Ich suche sie mal, werden schon wieder auftauchen. Jedenfalls sortiere ich alles durch. Ich werde da mal die Tage auch ein Video wieder zu machen. Da ist ja einmal dieses Thema. Was nimmst du alles mit? Was haben wir alles dabei? Da mache ich nochmal ein Video zu, einfach mal einen Werkzeugkoffer, was wir da alles mitnehmen. Das wird ja immer bei jeder Reise ein bisschen perfektioniert gemacht. Hier habe ich zum Beispiel Vago-Klemmen, nur 5er Vago, wenn ich für 12 Volt. Und hinten der Input rein und dann mache ich da mehrere Kabel hinten raus. Da ist ja nicht so ein Gefrokel und Gebastel. Ist dann alles ein bisschen sauberer und einfacher. Ja, ich finde irgendwie nicht mein Kästchen mit den Vago-Klemmen. Wird schon wieder auftauchen. Genau. Ja, lieber ist im Sandkasten am Matkan. Ich habe warmes Wasser an die Pumpe angemacht. Es ist noch recht frisch. Lass ruhig draußen, Karle. Ich brauche den nachher noch. Und lass den hier vorne stehen. Ja. Und ja. Rödel. Ach, da sind sie ja. Hallo. Hier kommt nichts weg. Ja. Jetzt hier mal baden, sagt er. Dann ist er durchs feuchte Gras gelaufen. Er sagt, er ist jetzt der Naturhund. Jetzt liegt er den halben Tag wieder auf der Terrasse und hat keinen Bock, sich zu bewegen. Naja, so ist er. Gut, ihr Lieben, ich mache mal weiter hier und melde mich einfach später wieder rein, wenn es Spannendes zu berichten gibt. So, der Werkzeugkasten ist fertig. Silikon, das brauche ich gleich noch. Ich zeige euch wofür. Und zwar klebe ich ihm jetzt das Knöllchen zu. Nein, Quatsch. Unser Küchentisch haben wir mit Spalten gemacht hier. Das war rückwirkend gesehen eine dumme Idee. Und die Spalten mache ich jetzt weg. Und dann wird er oben mal abgeschliffen, neu versiegelt. Und ja, wieder schön gemacht. Dann imprägniert. Dann haben wir einen neuen Küchentisch wieder. Ja, das wird alles schön. Haben Zeit. Und das mache ich jetzt. So sieht er jetzt aus von unten. Ich zeige euch das gleich. Wieder von der anderen Seite aus. Zwischenstand. Jetzt habe ich die Teile auseinandergebaut. Ich schleife die jetzt ab. Da habe ich schon die Kanten abgeschliffen und wieder neu eingepinselt, lackiert. Die Ränder werden noch gemacht, wenn das fertig ist. Ja, das trocknet jetzt kurz. Und ja, dann haben wir gleich. Wollte ich die Spalten halt wegmachen. Hatte ich ja erzählt. Ich zeige euch einfach, wie es dann gleich aussieht. Das ist ein kleiner Zwischenstand. So, bin wieder ein großes Stück weiter gekommen. Ich zeige euch sofort, ich muss mal eben nur ein paar Sachen in Sicherheit bringen, weil das extrem windig ist. So sieht der Tisch jetzt aus. Ich habe jetzt in die Innenzwischenräume hier einfach
klares Silikon reingeschmiert. Das lasse ich jetzt ein bisschen trocknen. Dann kratze ich die obere Schicht ab wieder. Und dann versiegel ich das mit Leinöl. Und ja, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug am Spielplatz in der Zeit. Ich hoffe, es bleibt trocken, ansonsten kotze ich im Strahl. Und ja, wir mal gucken, was wir noch so Schönes heute erleben an dem Tage. Meine Güte, es hat einen Wind draußen. Herrje, es stürmt, oh Schreck, der Eddie fliegt gleich weg in Dreck. Das haben wir immer noch nicht lasiert. Es war nicht mehr schön, es war arg windig, es ist immer noch windig, ich bin jetzt gerade in der Wanne gewesen. Und ja, wir haben den Tisch jetzt hochgestellt. Das Silikon muss erst aushärten noch richtig, bevor ich da drüber gehe mit Farbe, beziehungsweise das versiegel. Und das mache ich dann morgen. Livia, komm, wir gehen rein. Ja, man macht es jetzt ein Käffchen. Ich hätte es überlegt, was gleich zum Abendbrot machen können. Gucken, ob wir noch China-Nudeln haben, weil Pulver haben wir noch ganz viel und Garam Masala. Dann würde ich uns gleich ein paar China-Nudeln machen für heute Abend. Bei Pori haben wir auch noch ein Möhrchen. Was hältst du davon? China-Nudeln zum Abendbrot. Und Licht an. Bitte? Ich habe ja zwei geholt. Gucken mal, ob wir Nudeln finden. Da unten sieht gut aus. Und dann gibt es das zum Abendbrot. Ja, ansonsten ist heute nicht viel passiert. Jetzt stuhl mal wieder raus. Und ja, wir trinken jetzt ein Käffchen. Und dann laden wir das Abendprogramm ein Abendbrot, macht Wangenrot. Haben wir noch China-Nudeln irgendwo, noch ein Pflanzsamen, normale Nudeln. Vielleicht nehmen wir einfach Spaghetti. Irgendwo werden wir was Leckeres hier noch finden. Ja, mal gucken. Hier ist der geile Basmati-Reis aus der Türkei. Auch noch lecker. Ich guck mal in Ruhe durch. Jawohl. Ihr Lieben, an dieser Stelle wenn wir für heute verabschieden, heute passiert nicht mehr viel. Oh, Licht wieder an, bom bom. Ach, ich bin an den Schalter gekommen. Ihr Lieben, habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Michaela gleich. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische. Passt auf euch auf. Tschüss.